Moin. Also, okay. Mach mal Inventar. Oh, das müssen wir mal entleeren. Okay, die Waffe ist leer. Was, die können wir mal weglegen. Warte mal, was haben wir? Maschinengewehr. Gewehrmunition. Nix, wie was geht. Nix gerade. Warum kann ich... Achso, das ist kein Zeichen. Ist das, das ist richtig. Name. Tourist. 15. Mai. Okay, das ist nur ein Tag gültig. November, das ist auch gültig. Nummer. Passt. Nee, Quatsch. Start. Alles klar. Gut, dann passt das soweit alles hier. Spiegel hat er dran, Scheiben sind auch drin. Okay. Hühner. Zwei Ziegen. Ist klar. Hühner hat er 5, das stimmt. Zwei Ziegen stimmt auch. Fracht ist in Ordnung. Foto. Stimmt auch. Gewicht. Ah, oh shit, jetzt habe ich ihn nicht mitgewogen, aber sagen wir mal, er wiegt 70, 80 Kilo. Oh, warte mal, das ist über der. Nee, doch, das ist nur unter. Alles klar, also ich würde jetzt mal behaupten, er ist sauber. Ja, der ist sauber, komm. Kann er rein.
Oder warte mal, das ist ein blauer Drack. Was gab's denn hier noch für den Stoßstange? Die Nummer. Ah, warte mal, der kommt aus dieser Region. Ja, aber ich sehe hier nichts. Also ich sehe keine Stempel. Oder sonst irgendwas. Was... Nö, er hat nichts. Also keine Markierung oder sonst irgendwas. Und solange ich nichts irgendwie was Verdächtiges finde, kann ich die nicht irgendwie auseinandernehmen, das Fahrzeug. Und hier habe ich bisher noch nie was gefunden an Ware. Nö, also mir fällt da jetzt nichts auf. Reifen sind alle nicht markiert. Na, also ich würde sagen, der ist sauber. Dann rein. Atlista. Und? Hä? Warum? Schmuggelware. Ja, na klar, aber ohne Markierung oder was? Rechter Hinterreifen war nicht markiert gewesen. Kann ich ja nicht einfach zerstören. Ohne jeglichen Grund. Hühnchen? Motor? Okay, Motor habe ich aber auch nichts gefunden. Da habe ich auch jetzt 3 oder 4 Mal nachgeschaut, ne? Somit habe ich da nichts entdeckt. Auch keine Markierung oder so habe ich entdeckt. Und das Huhn. Okay, das wäre mir jetzt neu, dass auf einmal lebendige Hühner. Oder war da ein Huhn, was ein Fake-Huhn war? Und ich habe es nicht bemerkt. Das kann natürlich auch sein. Hätte man mal vielleicht doch rausnehmen sollen. Aber gut. Wieder was Neues gelernt. Ach, das ist ja echt. Man kann sich halt auch nicht genug Zeit nehmen. Man hat einfach keine Zeit. Ich kann ja nicht hier stundenlang ein Fahrzeug kontrollieren. Das schafft man einfach von der Zeit ja nicht. Du musst halt schnell, schnell, schnell machen. Das geht ja gar nicht anders. Kennzeichen. Mhm, bla bla bla. Stimmt. Fahrzeug stimmt. Name. Stimmt. Stimmt auch. Alter 24, kommt aus der Region, das heißt, er darf schon mal nicht rein. 15. November, stimmt auch. Juli, was war hier? Ne, stimmt ja auch, okay. Stempel. Okay, stimmt. Gewicht. Stimmt auch. Foto. Stimmt auch. Okay, da ist soweit in Ordnung. Auch keine Markierung zu sehen wieder. Hat halt auch nicht genug Zeit, um wirklich jede Ecke jedes Mal zu kontrollieren. Das schafft man einfach nicht. Auch keine Markierung zu erkennen irgendwo. Also für mich ist er gerade sauber. Abgesehen von der Region, wo er herkommt. Shut up.
Tainara. So, jetzt mal schauen, ob das stimmt oder nicht. Grünes Fahrzeug, können wir? Ja, hat gestimmt. Horoskop Shamana, Atmatur. Und man kann es gerade schauen. Genau, Einstimmung, Einreisebestimmung. Sonst war er ja komplett sauber gewesen. Hat also zu 100% gestimmt. Dann. Ja, Fahrzeug ist auch richtig. Stimmt, stimmt auch. Stimmt auch. 57, alles klar, Besucher. 25. Juli. Dezember. Aus welchem Staat kommt ihr? Aus der hier. Okay. Gewicht. 100 stimmt. Hier ist auf jeden Fall nichts. Reifen nochmal kontrollieren. Stimmt soweit alles. Lichter sind auch in Ordnung. Spiegel hat er auch alle dran. Hinten genauso. Alles klar. Komme ich mal hier rein. Mit der Seite. Dann alles mal rausnehmen. Das stimmt soweit alles hier auch. Nein, nicht rein. Alles klar. Okay. Stimmt. Nee, warte mal, Gepäck. Ja, wo ist das andere Gepäck hin? So, hier. Hier haben wir noch nicht reingeguckt. So, auch nichts. Jetzt stimmt's. Okay, das stimmt auch. So, mal alles nochmal gucken. Nee, der hat wirklich keinerlei Auffälligkeiten. Gar nichts, ne? Gesucht wird immer noch jemand, der. Ne, das ist das Kennzeichen und eine fehlende Stoßstange hat er nicht. Gut. Hä? Warum kann ich den. Achso. Alles klar, dann kann er weiterfahren. Abfahrt. Ja, ja, komm, gib Gas hier. Bei Zeit. Der Tag ist schon wieder fast rum. Und dahin steht schon der nächste. Ich krieg eine Macke. Ich muss eigentlich mal unbedingt die ganze Ware wegfahren und auch die Gefangenen. Ja, komm, Dokumente hier. Okay, ist übers Gewicht drüber. Fahrzeuggewicht, alles klar. Dann Kennzeichen. Stimmt. Name. Stimmt auch. Okay.
24 ist der. Kommt schon mal nicht rein. Dokumente. Boah, Wahrnehmung, ne? Wir haben schon das beste Haus, was man bauen kann. Und trotzdem ist, reicht die Warnung, eine Wahrnehmung von vorne bis hinten nicht. Das heißt, man muss wirklich zum Teil manche Sachen mit dem bloßen Auge kontrollieren und nicht mit der Wahrnehmung. Es geht gar nicht anders. Okay, das stimmt aber soweit. Das Fahrzeug stimmt, glaub. Warte mal, das Fahrzeug. Was ist das nochmal für eins? Auch stimmt. Ja. Boah, der ganze Müll hier, ne? Warte mal, was? Ich dachte schon, ich hätte eine Markierung gesehen. Ne, ist aber nichts, okay. Dann hier einmal die Öfen. Sauber. Ist hier eine Markierung zu erkennen? Nee. Klar, sauber. Was du? Ah ne, warte mal. Ah doch, da kann's reinmachen. Scheiben. Warte mal, der hat keine Spiegel. Rechts und links. Spiegel, zwei Stück. Zack, Reifen sind ja in Ordnung gewesen. Ja. Motorraum. Boah, das muss auch mega laut sein, dass der Motor mitten neben dir ist, ey. Wahnsinn. Also ich sehe jetzt hier nichts Auffälliges. Scheiben sind überall drinnen, ne? Ja, würde ich mal behaupten. Okay, gut, dann komm hier. Tschüss. Barasto Oshipka. So, der nächste. So, das ist aber der letzte. Sehe ich schon. Achso, wir können es ja erst machen, wenn wir Dokumente haben. Es war aber nicht perfekt, es war nur gut. Das heißt, es waren zu viele Fehler immer noch drin. Ah, okay. Ja, das passiert halt natürlich dann auch. Scheiben waren auch kaputt gewesen. Wo denn? Das war richtig gewesen. Frachtbrief hat aber nicht gestimmt. Ah, wir haben den Frachtbrief nicht kontrolliert. Also nicht direkt. Ja, da habe ich gerade ein bisschen verpennt. Gut. Okay. Stimmt. Stimmt. Auch. Das Fahrzeug stimmt auch. Nummer ist, C5, ja. April.
August. Warte mal, 31. August. Ja, stimmt. Wie alt ist der? 42. 42, alles klar. 1942 ist er geboren. Was stand der jetzt? Ach shit, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Oh, wir können nur noch eine Sache nur noch kontrollieren. Ja, nee, noch eine haben wir noch. Gut, wir können jetzt natürlich die Frachtpapiere kontrollieren, dass die gefälscht sind oder richtig. Aber ich würde mal behaupten, das ist richtig. Wie alt war der jetzt nochmal? Guck mal, wir haben, nee, das müsste passen. Gewicht. Passt. Okay, dann alles rausnehmen. Madre Ilio Ostorogi. Okay, hier sehe ich nichts. Nein, 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 alles zu. Boah, das Licht, also die Scheiben sieht man aber auch so schlecht, ne? Holy shit. Scheiben. Eine. Sehe ich gerade nur. Ne, warte mal, hinten auch noch. Okay, das war's soweit, ne? Ich sehe gerade nur zwei Scheiben. Ja, nee, warte mal. Doch, zwei, okay. Dann machen wir das hier. Okay. Pack 4444, stimmt. Alles klar. Haben wir die Scheinwerfer? Scheinwerfer. Ein. Und Stoßstange vorne. Ansonsten ist auch alles korrekt, ne? Oh, schon der nächste Tag. Holy shit, ey. Komm hier, pack die Scheiße wieder ein. So, dann abfahren. Ich finde jetzt hier gerade nichts Auffälliges. Abgesehen vom Fahrzeugzustand her, aber das ist kein Grund, den aufzuhalten. Wir haben noch eine Wahrnehmung gehabt, ne? Wie alt ist denn der nochmal? 39, ja. Okay, nee, dann passt das. Komm, Abfahrt hier. Poroshego Daina! Alles klar. Das war's dann auch. Dann schnell pennen gehen. Nee, warte mal. Wir müssen eigentlich die ganze Ware wegfahren. Das schaffe ich niemals mehr. Kann ich wieder nicht schlafen. Alles klar, es war verkehrt gewesen, das ist ja typisch. Was? Bürgerkracht war nicht gültig gewesen. Ah, shit. Fahrzeugtyp war auch nicht richtig gewesen. Okay.